Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen beim ersten Video im neuen Jahr. Ich wünsche euch ein gesundes neues Jahr. Herzlich willkommen im neuen Jahrzehnt. Wir leiten die 20er ein und wer weiß, vielleicht werden sie ja so glamourös, wie die 1920er es auch so waren. Ja, heute ist der 2. Januar und wir werfen einen Blick zurück. Ich hatte euch ja an Silvester am Dienstag schon meinen Serienfilmrückblick gezeigt, online gestellt. Und heute nochmal mit meiner wunderschönen weihnachtlichen Wand widmen wir uns so ein bisschen dem Jahresrückblick 2019. So ein bisschen Statistik, Flops, wo war ich so ein bisschen unterwegs, was gab es Buchiges. Was sind so die Highlights und wie ist so ein bisschen Statistik? Ich mag meine Statistik ja wirklich sehr. Ich führe die tatsächlich sehr, sehr gerne, obwohl ich sonst gar kein Zahlen- oder Statistiker bin. Mag ich es aber bei Büchern doch sehr, sehr gerne. Und 2019 ist zu Ende. Es war ein, wie ich finde, sehr gelungenes Jahr, zumindest lesetechnisch. Und ich glaube, wir fangen auch einfach mal mit den gelesenen Büchern an. Insgesamt habe ich tatsächlich, und ich fand das eine unfassbare Zahl, 178 Bücher gelesen. Ja, jetzt habe ich natürlich nicht alle gelesen, es sind auch einige abgebrochene dabei und so weiter, aber ich habe 178 Geschichten begonnen und die meisten davon auch beendet. Ich habe in Echtbuchform 73 Bücher gelesen, das sind in etwa 41%, und als E-Book 61, was 34% sind, und ich habe 44 Hörbücher gehört, was 25% ergibt. Das heißt also tatsächlich, ich habe weniger als die Hälfte echte Bücher gelesen und im Grunde dann natürlich die 59%, Zahlen sind nicht meine Stärke, wie man gerade merkt, 59% waren dann eben digitaler Form, ob gehört oder dann eben als E-Book. Finde ich ein richtig gelungene Zahl, weil ich es ja immer so ein bisschen versuche, es ausgeglichen zu machen. Ich möchte mehr E-Books lesen, was einfach den Grund hat, zum einen den Platzgrund, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einfach irgendwann ein Thema, und zum anderen möchte ich ja irgendwann tatsächlich so ein Gespür haben für die echten Bücher, dass ich sage, nur noch Highlight-Bücher landen irgendwann im Regal oder wenn man im Grunde schon vermutet, dass es eins wird. Wobei das durchaus auch bei den Hörbüchern oft der Fall ist, dass es Highlight-Bücher, dass man sich ganz bewusst dafür entscheidet, die zu hören. Ich finde es sehr schön, dass ein Drittel der Bücher tatsächlich auch E-Books waren und eben ein Viertel tatsächlich dann davon Hörbücher waren. Das finde ich wirklich sehr, sehr toll, war auf jeden Fall gestiegen zum Vorjahr. Der stärkste Monat mit 20 gelesenen Büchern war der Mai, gefolgt von den zwei schwächsten Monaten mit je 12 Büchern, der Juni und der Juli. Ja, der Mai überzeugt tatsächlich, glaube ich, dann auch bei den Neuzugängen und auch was dann die Highlights angeht. Also das zieht sich so ein bisschen durch. Ich weiß gar nicht, hatte ich im Mai frei? Ich glaube tatsächlich eine Woche, wobei ich da auch ein paar Tage weg war. Also ich weiß nicht so richtig, woran es lag. Scheinbar Frühling, Sonne und der Mai hat überzeugt mit 11 E-Books, 5 echten Büchern und 4 Hörbüchern. Also wirklich ein ganz, ganz starker Monat. Im Durchschnitt gerechnet waren es 13,75 Bücher pro Monat. Also das ist echt schon, also wenn wir es jetzt hoch oder runter, das ist egal, wenn man 13 Bücher im Monat im Durchschnitt rechnet. Wow, also fand ich tatsächlich eine sehr beeindruckende Zahl, wo ich mich dann jetzt auch so frage, wo hast du denn die Zeit dafür hergenommen? Ich weiß, dass es ein bisschen weniger Bücher in diesem Jahr waren als im Vorjahr, aber ich finde diese 178 gelesene Geschichten, das da muss ich auch selbst mal tief durchatmen. Was die gelesenen Seiten angeht, habe ich insgesamt fast 61.000 Buchseiten gelesen.
Auch hier war der stärkste Monat der Mai mit knapp 6.300 Seiten und der schwächste Monat tatsächlich der Dezember. Obwohl ich, obwohl ja die schwächsten Bücher im Juni, Juli waren, war tatsächlich aber buchseitentechnisch der Dezember am schwächsten mit knapp 4.100 Seiten. Ich könnte es mir jetzt nur so erklären, dass vielleicht gerade die Weihnachtsgeschichten eher doch etwas dünner vielleicht waren. Und ja, im Durchschnitt komme ich auf knapp 5000 Seiten pro Monat, was ich auch schon wieder echt Hammer finde. Also das ist, ja, finde ich, also ja, alleine 61.000 Seiten. Also das war schon so, ja. Viele fragen sich, warum man die Seitenzahl irgendwie festhält. Ich finde, dass Seiten doch irgendwie noch ein bisschen mehr aussagen als reine Bücher. Weil bei Büchern unterscheidet man natürlich nicht, war es ein Buch mit 220 Seiten oder mit 800. Da kommt so ein bisschen, ja, das Gespür, finde ich, um das zu zeigen, kommt durch die Seiten ein bisschen besser durch. Also theoretisch müsste man ja alle Bücher, die man also liest, müsste man als E-Book haben, umwandeln in ein Word-Dokument und dann könnte man noch die Wörter runterrechnen. Aber Seiten, natürlich ist das auch sehr unterschiedlich. Jedes Buch hat andere Seiten. Es gibt ja keinen Vergleich, keine Normseite. Aber ich finde, man bekommt dadurch so ein bisschen ein Gespür, was es mir ein bisschen leichter macht, so die Monate miteinander zu vergleichen. Und wie man eben auch sieht, heißt es nicht, wenn man in einem Monat weniger Bücher liest, dass man auch automatisch die wenigsten Seiten hat. Das finde ich eine ganz interessante Erkenntnis. Ja, im Durchschnitt über 5000 Seiten im Monat. Ja, finde ich echt nicht schlecht. Neuzugänge, da war ich persönlich mega gespannt, weil doch der ein oder andere Monat, gerade wenn es an die 20, über 20 Bücher ging, war ich doch sehr neugierig, was da zusammenkommt. Und es ist überhaupt nicht so schlimm, wie ich dachte. Es sind tatsächlich nur 180 neue Bücher bei mir eingezogen. Also tatsächlich nur 2 Bücher mehr, als ich auch gelesen habe in diesem Jahr. Also das fand ich wirklich mega. Also das ja, fand ich wirklich gut. Hat mich sehr gefreut, dass sich das tatsächlich so die Waage hält. Dass gefühlt fast alle Bücher, die ich mir zugelegt habe, zumindest anzahlmäßig auch gelesen wurden. Das passt natürlich noch nicht ganz, weil einige Bücher, die neu bei mir jetzt so im Oktober, November, Dezember eingezogen sind, sind noch nicht gelesen. Aber dadurch merkt man natürlich auch mal, dass man zu älteren Büchern gegriffen hat. Beziehungsweise habe ich ja auch mal Bücher gelesen, wenn ich mir die leihe von Freunden. Die zählen dann natürlich nicht als Neuzugang. Also wenn ich zum Beispiel an die Eragon-Reihe dieses Jahr denke, da habe ich mir den ersten Band zugelegt, Band 2, 3 und 4 ausgeliehen. Die tauchen ja, wenn dann, nur in den Gelesenen auf, nicht in den Neuzugängen. Also es sind durchaus mehr Bücher neu eingezogen, also so im Vergleich. Aber die reinen Fakten sagen, dass tatsächlich nur 2 Bücher mehr eingezogen sind, als gelesen wurden. Der stärkste Monat war mit 23 Büchern auch wieder der Mai. Also das zieht sich irgendwie durch. Der schwächste Monat tatsächlich dann auch wieder der Juni. In dem habe ich mir nur 6 Bücher gekauft. War auch der Monat der einzige mit einer einstelligen Zahl. Also es ging, glaube ich, dann der Juli hatte dann 10 Bücher und im Durchschnitt sind dann 15 Bücher pro Monat bei mir eingezogen. Was wieder ganz gut passt zu den gelesenen Büchern, wo ich ja knapp auf 13,75 gekommen bin. Also man sieht, ja, da ist schon irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit und dass ich sehr viele Monate durchaus habe, wo ich genauso viel lese, wie ich mir neu zulege, beziehungsweise dann der nächste Monat meistens der ist, wo ich gefühlt mehr lese. Also ich weiß nicht, ob das irgendwas miteinander zu tun hat, ob ich mir bei einem Monat, wo viele Bücher einziehen, dann im nächsten denke, so, jetzt musst du aber mal lesen. Aber der Mai mit 23 Büchern war schon heftig. Also ich habe das gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, aber ja, der März ist dicht gefolgt mit 21 Büchern und als echte Bücher sind bei mir eingezogen 85, was knapp 47% ergibt, spiegelt sich auch so ein bisschen bei den gelesenen Büchern wieder, also knapp die Hälfte ist als echtes Buch eingezogen, was ja sehr oft damit zu tun hat, dass man Bücher mal geschenkt bekommt, dass ich Bücher ja auch durchaus gebraucht kaufe und das erklärt, denke ich, dann eben auch einfach den Schnitt, ja, dass so viele Bücher als echtes Buch eingezogen sind. Ja, 35%, also knapp 2/3 sind als E-Book eingezogen, während 33 Hörbücher eingezogen sind, was 18% ergibt und ja, hier
hier fand ich es ganz faszinierend zu sehen, dass ich tatsächlich um Längen mehr, also ich habe 44 Hörbücher gehört, während ich nur 33 mir zugelegt habe. Also da sieht man, dass durchaus auch mal Leihgaben dabei waren, dass ich eben auch mal Hörbücher, die ich schon hatte, nochmal gehört habe, gerade wenn ich an die Size-Reihe denke. Und ja, das finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Entwicklung, wenn man vielleicht auch mal einen Reread macht, dass man dann eben sagt, man greift natürlich dann auch irgendwie aufs Hörbuch zu. Ja, zwei Bücher mehr eingezogen als gelesen. Das finde ich persönlich wirklich einen sehr, sehr gelungenen Schnitt. Ich hatte insgesamt von der Basis jetzt von den 178 gelesenen Büchern 56 Highlights. Ja, fand ich tatsächlich nicht schlecht, dass ein Drittel, gut, nicht ganz, aber gut, ein Drittel meiner Bücher Highlights waren. Das fand ich wirklich faszinierend. Und auch hier ist der stärkste Monat der Mai, in dem ich 10 Highlights hatte. Das heißt, von 20 gelesenen Büchern war die Hälfte wirklich Highlights. Das ist Wahnsinn. Also 56 Highlight-Bücher, auf die ich in diesem Video gar nicht näher eingehen werde, denn ich habe ja in meinem Adventskalender 23 bzw. 24, 25, ich habe ja in einem Video ein bisschen geschummelt und 2, 3 Bücher der Autorin gezeigt, habe ich euch vorgestellt. Es wird jetzt hier kein Highlight mehr genannt werden. Ihr könnt aber in die Playlist schauen. Die habe ich jetzt umbenannt. Das ist jetzt nicht mehr der Adventskalender, sondern die Jahreshighlights 2019. Ich habe auch die Thumbnails verändert, weil ich glaube, es hilft ja Lesern oder Menschen, die eben auf der Suche sind nach einer Rezension zu einem Buch, viel, viel mehr, wenn sie eben nach dem Buch suchen und dann eben auf einen Schlag dann das Bild mit einem Cover irgendwie sehen. Ich habe also die Thumbnails verändert. Wundert euch nicht, wenn ihr nochmal auf den Adventskalender gehen wollt. Ich habe ja jetzt aus den Türchennummern ja die Cover hingestellt. Ich habe auch in den Titel jetzt den Buchnamen reingeschrieben. Das hatte ich ja im Adventskalender nicht gemacht. Da war ja wirklich nur das Bild mit dem Türchen. Und wer sich jetzt durch meine Highlights einfach nochmal klicken möchte, unten in der Infobox findet ihr die Playlist und schaut euch da einfach mal durch. Ihr könnt hier ja dann scrollen sehen, welche Highlights in diesem Jahr dann so gefühlt ja die Top 25 war. Ja, was so den Unterschied gemacht hat, ist halt sehr oft, dass ich bei Reihen immer so ein bisschen überlegt habe, ja, nimmst du die so mit rein, nimmst du einen Abschluss einer Reihe rein oder das sind so die, die in der Regel so ein bisschen rausgefallen sind. Es gab 5 Flops. Flops sind Bücher, die ich zu Ende lese, aber dann doch irgendwie denke, naja, das hat der Autor, die Autorin irgendwie schon mal besser gemacht. Also die ich beende, aber jetzt ja nicht so ganz meins waren. Finde ich jetzt 5 von den 178 überhaupt nicht schlimm. Der floppigste Monat war der Juli, da hatte ich nämlich 2. Bei den abgebrochenen Büchern sieht es tatsächlich schon ein bisschen anders aus. Da hatte ich nämlich 24 Bücher. Und besonders hoch war hier der Januar und der März mit jeweils 5, weil das waren auch die Monate, wo ich angelesen habe. Also da habe ich auch 2 Videos oder 3 in diesem Jahr hochgeladen, wenn es nicht schon im Vorjahr noch war, also 18, wo ich mir ganz gezielt 5, 6, ich sage jetzt mal Subleichen hernehme und sage, jetzt probiere ich mich an diesen. Und im Januar und März sind dann gefühlt wirklich jedes dieser angelesenen Subleichen ist durchgefallen. Also ich glaube, es gab nur ein Buch, was ich dann tatsächlich zu Ende gelesen habe. Ja, da sieht man so ein bisschen, ja, 24 abgebrochene Bücher. Zum Thema abgebrochen, ich bin wirklich jemand, der einem Buch so gefühlt ein Drittel gibt. Kommt ein bisschen auch auf die Dicke des Buches an, aber ich vergeude meine Zeit nicht mehr mit schlechten Büchern. Was jetzt so der Unterschied dann zu dem Flop ist, ist, dass ich bei einem Flop trotzdem irgendwie denke, okay, ja, da gibt es keinen so Punkt, wo man direkt sagt, ach, jetzt bin ich so genervt, ich breche das jetzt ab. Während es eben bei den abgebrochenen durchaus der Fall ist. Also wenn man jetzt bei den 24 sagen würde, es war nur ein Drittel, könnte man jetzt von den 178 die 24 dritteln. Also ja, na, dann könnte man sich jetzt irgendwie ausrechnen, wie viele Bücher ich tatsächlich gelesen habe. Aber ja, das wäre jetzt, also für mich wäre das jetzt zu bürokratisch und ja. Ja, Wälzer habe ich in diesem Jahr tatsächlich 16 gelesen. Finde ich eine richtig schöne Zahl. Also fast 10% meiner Bücher waren über 600 Seiten dick. Und der stärkste Monat war der Juni mit 3.
Was auch wieder erklärt, warum im Juni zum Beispiel nur 12 Bücher gelesen wurden, also ein sehr geringer Monat, aber er von der Seitenzahl durchaus überzeugt hat, weil man eben drei Wälzer gelesen hat, die von der Seitenzahl einfach dem Durchschnitt, ich sag mal von 350 bis 400 Seiten, eben durchaus darüber liegen. Und ja, fand ich gar nicht schlecht mit den 16 Büchern und ja, eine Statistik, die ich durchaus weiterführe. Die Statistik zum Thema englische Bücher lasse ich jetzt ab 2020 sein, weil ich in 2019, ich glaube, nur 3 oder 4 in der englischen Sprache gelesen habe. Und deswegen lasse ich das sein. Ich merke einfach, dass ich doch eher einfach der Deutschleser bin. Und ich glaube, solange es auch genügend deutsche Bücher auf meinem Sub gibt und erscheinen und man jetzt nicht unbedingt wirklich eine total fanatische Reihe verfolgen möchte, wo man ganz schnell weiterlesen möchte oder es ja jetzt auch so ein bisschen das Thema gibt, dass Verlage Reihen nicht übersetzen, was ich sehr schade finde, gerade wenn dann oft der dritte Teil einer Trilogie nicht noch übersetzt wird, wo man sich fragt, Leute, ihr habt doch schon am ersten eigentlich irgendwie merken müssen. Aber das wäre vielleicht tatsächlich nochmal so ein eigenes Video, wenn Buchreihen nicht weiter übersetzt werden. Das ist ja gerade in der Community doch so ein bisschen ein Thema, was mich durchaus auch beschäftigt, jetzt zwangsläufig nicht unbedingt betrifft, wobei mich das in meinem Leben auch schon ein paar Mal erwischt hat, dass ich eine Reihe geliebt habe und dann kam irgendwie nie der zweite oder der dritte Band. Das ist halt sehr unschön. Ich glaube, dass es dafür viele Zusammenhänge gibt und ja, vielleicht ist das ja ein interessantes Thema, könnt ihr mir ja gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Vielleicht macht man da auch einfach mal einen Hangout mit 2, 3 Leuten. Das könnte ja durchaus ganz interessant sein. Ja, das zu dem Thema Wälzer. Laut Lovely Books habe ich jetzt, Stand Ende Dezember, hatte ich 84 Bücher auf meinem Sub, also Stapel ungelesener Bücher. Ist endlich zweistellig und das schon ein ganzes Weilchen. Ich glaube, im letzten Jahr müsste er knapp dreistellig gewesen sein. Ich war auch zeitweise wirklich über dreistellig. Ich habe kein Problem mit meinem Sub. Ich finde auch 84 irgendwie eine ganz gute Zahl. Theoretisch, wenn man jetzt von meinen 178 gelesenen Büchern ausgeht, hätte ich in einem halben Jahr meinen Sub weggelesen. Ich finde das so einzuordnen ist ein ganz gutes Gefühl. Mich stresst mein Sub auch nicht. Also ich habe weder Stress mit selbst gekauften Büchern noch mit Rezensionsexemplaren, wenn die 3, 4, 5 Wochen irgendwie auf dem Sub liegen. Ich finde 84 eine schöne Zahl. Ich finde, dieses Zweistellige hat sich oder fühlt sich sehr gut an. Ich habe mit den 3 Stellen so ein bisschen getriggert. Obwohl ich auch nicht erklären kann, warum, weil es ist ja mein Sub, also es sind meine Bücher, die ich mir gekauft habe, die ich bekommen habe. Aber ich hatte da so ein bisschen ein komisches Gefühl und bin ganz froh, dass er jetzt gegen Ende doch sehr lange zweistellig war und jetzt tatsächlich nur 84 Bücher umfasst. Jetzt könnte man sich natürlich auch fragen, wie kann es sein, wenn ich 2 Bücher mehr mir zugelegt habe als gelesen, dass der Sub gesunken ist. Das hängt natürlich durchaus auch damit zusammen, dass ich Sub-Bücher auch mal ausmiste. Also ich bin jemand, der so 3, 4 Mal im Jahr nicht nur durch einen Kleiderschrank geht, Schuhschrank oder irgendwas geht, sondern auch durchaus durch mein Bücherregal und ich da manchmal eben auch einfach Sub-Leichen finde, die mich einfach nicht mehr ansprechen. Und dann fliegen die auch einfach raus. Also manchmal lese ich die auch an, durchaus auch ohne die Kamera und dann denke ich mir, Mensch, was hast du dir denn dabei gedacht? Das sind ganz unterschiedliche Genres. Ich hatte jetzt auch 2, 3 Jugend-Fantasy-Bücher hier auf dem Sub. Da war dann irgendwann meine Freundin da mit ihrer Tochter, die mittlerweile 13 tatsächlich schon ist. Und die hat die dann so in der Hand gehabt und die haben sie halt vom Cover angesprochen. Und dann hat sie gesagt, hey Steffi, kann ich mir die ausleihen? Und dann habe ich gesagt, du, wenn sie dir gefallen, behalt sie. Ich irgendwie, ja. Und ihr haben sie gut gefallen. Sie hat dann auch die Reihe weitergelesen oder wie auch immer. Ich habe dann natürlich auch Feedback bekommen. Und habe ich auch gesagt, wenn sie dir gefallen, dann behalt sie oder gib sie weiter. Ich glaube nicht, dass ich es lesen werde. Und manchmal trennt man sich von Subbüchern sehr leicht. Dann merkt man, okay, irgendwie ist die Zeit vorbei. Jetzt kann man natürlich sagen, warum kauft man sich Bücher, die man nicht gleich liest, wo man ein halbes Jahr, 2, 3 Jahre später vielleicht dann das Thema also irgendwie an einem vorbei ist.
Aber ich glaube, dass das manchmal eben einfach so ist. Geschmäcker ändern sich. Was ich dieses Jahr auch an Sachbüchern gelesen habe oder an Reiseabenteuerbüchern, das habe ich noch in keinem anderen Vorjahr irgendwie getan. Dementsprechend sind natürlich diese Bücher eingezogen. Sie sind nicht alle gleich gelesen worden, weil man hat natürlich, man ist auch so ein bisschen Stimmungsleser und ich habe nicht jede Woche Lust auf ein Reisebuch oder auf ein Abenteuerbuch oder da läuft jemand durch die Wüste. Da muss man in Stimmung sein, da muss man irgendwie offen dafür sein und dann liegt das Buch halt gegebenenfalls auch im Sub und ja, wenn man dann 4 Bücher von einem Autor hat, sagt man sich vielleicht beim 4. Buch, ja, irgendwie habe ich da wohl zu euphorisch zugegriffen. Oder man hat einen Autor gerade für sich entdeckt oder eine Autorin, besorgt sich dann auch die etwas älteren Bücher, merkt aber dann, okay, irgendwie konnte der damals noch nichts und man liest dann in 2-3 Bücher rein und denkt sich, na, irgendwie konnte er mich jetzt doch vielleicht nur mit dem ersten Buch irgendwie begeistern. Also ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Gründe, weswegen Bücher irgendwann vom Sub verschwinden. Dass gelesene Bücher, die man nur gut fand, ausgemistet werden, das ist bei mir ganz normal. Also ich versuche ja wirklich in meinem gelesenen Regal und nein, es gibt hier keine Unterscheidung. Bei mir ist alles gemischt beieinander. Da merkt man dann schon, okay, werde ich das Buch nochmal lesen? Ja, nein. Oder es gibt eben auch Bücher, die einfach im Freundeskreis umherwandern und da Menschen Freude machen. Und der eben sagt, Mensch, das war für mich ein Highlight, der darf es dann eben auch einfach gerne behalten. Ich verkaufe natürlich auch viele Bücher oder spende sie. Wir haben jetzt hier in unserer Stadt auch so einen Bücherglasschrankkasten. Da bin ich auch schon mal vorbeigelaufen, habe mal reingeguckt, habe tatsächlich nichts für mich gefunden, aber 2 Bücher reingelegt. Also es gibt genügend Varianten, wie man seine Bücher irgendwie noch ein schönes zweites Leben geben kann. Und gerade zumindest bei echten Büchern klappt dieses Ausmisten ja ganz gut. Aber ich sortiere natürlich auch durchaus E-Books aus. Das ist natürlich nur so ein virtuelles Ausmisten, wo man sich irgendwann mal sagt, Mensch, das Buch hast du jetzt 5 Jahre auf dem Reader und irgendwie spricht sich nicht mehr an. Dann fliegt es eben einfach vom E-Reader runter. Man behält natürlich die Datei irgendwo auf dem PC, auf der Festplatte, aber ja, ich streiche die dann von meiner Subliste. Und so kann es eben sein, dass obwohl ich weniger gelesen habe als gekauft habe, eben doch durchaus der Sub kleiner wird, wenn ich da eben auch 1-2 Mal im Jahr durchscrolle oder mir wirklich die Bücher, die hier stehen, hernehme und sage, ach, irgendwie spricht es mich nicht mehr an. Und ja, 84 Bücher, mal sehen. Ich glaube tatsächlich, dass es ganz schön wäre, vielleicht so in die 50er-Richtung zu kommen. Aber ich habe da tatsächlich keine Ziele, außer, ich sage jetzt mal, nicht mehr dreistellig zu werden. Ja, zu den Highlights habe ich jetzt schon was gesagt, dass ich jetzt hier nicht mehr Highlights aufzählen werde. Ich habe mir aber tatsächlich 5 Flops, Enttäuschungen aufgeschrieben. Natürlich könnte ich jetzt alle 24 abgebrochenen Bücher plus die 5, also knapp 30 Bücher, Flops abgebrochen zeigen, dass ich, ja, was will man über Bücher erzählen, die man abgebrochen hat, außer die Gründe, warum man sie abgebrochen hat. Ich habe mich da auch erst mit Christine drüber unterhalten. Natürlich gibt es Gründe und Erklärungen, warum einem ein Buch gerade nicht gefällt, aber es gibt eben so Bücher, die einen enttäuschen und über die kann man ja durchaus auch ein bisschen länger sprechen. Und das erste Buch, was ich als Flop und Enttäuschung dieses Jahr sehe, ist der 3. Teil der Hansensaga von Ellen Carster. Der erste Teil hat mich sehr begeistert. Er ging so ein bisschen in die Richtung der Clifton-Reihe aus dem letzten Jahr, die ich absolut von Jeffrey Archer geliebt habe, 2018. Und die Hansensaga spielt eben über eine Hamburger Familie, die mit Kaffee und Kakao irgendwas zu tun hat. Wir haben ein junges Mädel, die mit ihrem Vater und der Familie nach Kamerun geht, um da eben, ja, da haben wir eben noch so diese Zeit, 1890, 80, wo es eben auch noch die Kolonien gibt. Und ja, wir haben hier eine super spannende Geschichte, die eben in Hamburg spielt, in Wien spielt und in Kamerun. Der zweite Teil war dann schon so ein bisschen okay. Da haben mir einige Entwicklungen nicht ganz so gut gefallen, vor allem die wienerische von dem Onkel von der Protagonistin. Und im dritten Teil habe ich mir dann gedacht, nee, das ist doch jetzt nicht der ihr Ernst. Zum einen fand ich, dass das wirklich sprachlich nicht mehr so schön und angenehm war, wie es noch im ersten Teil der Fall war. Zum anderen gab es einfach Entwicklungen, die für mich überhaupt nicht gegangen sind. Also es war sehr viel vorhersehbar. Anderes waren Wendungen, die einfach so unrealistisch waren, dass mir es nicht gefallen hat. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ich glaube, ich habe den dritten tatsächlich auch abgebrochen. Und es ist mittlerweile auch der 4. erschienen und zu dem habe ich gar nicht mehr gegriffen. Also sehr schade, hat sehr gut angefangen. Aber ja, war dann nicht mehr meins. Ebenso habe ich, mir fällt gerade auf, dass sehr viele
zweite, dritte Teil hier dabei sind. Ja, habe ich den zweiten Teil der Rabenringe abgebrochen von Siri Patterson. Mich hatte ja der erste Teil, das war glaube ich die Gabe, wirklich sehr geflasht. Das war eine tolle nordische High-Fantasy-Story, die einfach Themen hatte, die ich sehr spannend fand, sehr gut rübergebracht fand. Ich mochte den sehr epischen Schreibstil super gerne und ich fand die Idee, die dahinter steckte, wirklich ganz, ganz toll. Und ich habe schon von vielen gehört, dass, ich glaube, der zweite Teil war ja dann Fäulnis, wenn es jetzt nicht der dritte war, ich weiß es jetzt nicht mehr, haben schon gesagt, das ist ein bisschen anders, ein bisschen schwieriger und mir ging es so. Also ich habe, ich glaube, ein Drittel gelesen oder gehört, ich bin mir gerade nicht mehr sicher und ich dachte mir, hä, ist das die gleiche Geschichte? Ist das von der gleichen Autorin? Was ist da passiert? Und ich bin nicht reingekommen. Also ich habe tatsächlich dann noch im ersten mir die letzten 30, 40 Seiten nochmal angesehen und dachte, vielleicht hilft dir das. Mir hat es nicht geholfen. Also ich, super sympathische Autorin. Wir haben sie ja auf der Leipziger Buchmesse so bei einer Lesung oder bei einem Gespräch so beobachtet. Und die ist wirklich super sympathisch, aber leider konnte mich das nicht begeistern. Ebenso enttäuscht war ich von Die Krone der Dunkelheit 2 von Laura Kneidel. Hier hat mir der erste Teil super gut gefallen, weil wir so eine Mischung aus magischer Welt haben, die aber auf der anderen Seite der Mauer passiert und aus diesem Königreich geht man eben nicht darüber, das sind die Todfeinde. Allerdings haben wir ein mutiges Mädchen, das zur Mauer geht, die durchaus auch ein bisschen an die Nachtwache von Game of Thrones erinnert, das fand ich aber gar nicht schlimm. Und wir haben eben eine Prinzessin, die ihren Bruder sucht im Königreich, das ein bisschen mit Magie macht, obwohl die verboten ist. Und es waren super spannende Handlungsstränge, toll erzählt, sehr innovative Jugend-High-Fantasy, hat mir Spaß gemacht. Und beim zweiten Teil dachte ich dann auch so ein bisschen, hä, was ist jetzt? Es war sehr langweilig, es war gefühlt sehr viel Wiederholung, es wurde uns alles irgendwie nochmal erzählt. Es war nicht meins. Wurde, soweit ich auch weiß, abgebrochen. Ich habe dann, ich weiß gar nicht, ob es da den dritten Teil schon gibt. Konnte mich leider nicht begeistern. Ich weiß, dass es jetzt, glaube ich, 2020 eine neue Reihe von Laura Kneidel gibt. Sie macht ja auch so ein bisschen in diesem New Adult Genre rum, was ja nicht mein Genre einfach ist. Aber Die Krone der Dunkelheit 2 war leider nicht meins. Auch sehr enttäuscht war ich vom neuen Poetry Slam von Julia Engelmann. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Julia Engelmann war ja so gefühlt die Poetry Slam berühmter gemacht hat mit ihrem ganz bekannten Slam, wenn ich eines Tages alt bin, Baby, und mir haben ihre CDs bisher super gut gefallen. Ich habe bis auf Band 1 und 2, habe ich glaube ich, gelesen, mir dann sogar noch als Hörbuch geholt und alle neueren Büchern dann auch als Hörbuch gehört und vertont Julia Engelmann auch selbst. Hier war ich mega enttäuscht, es war eine knappe Stunde Hörzeit und es waren 36 oder 37 Texte drauf. Und dann dachte ich mir schon, hä, da dauert ja kein Text länger als eine Minute. Beziehungsweise, wenn man dann eben einen mit 3-4 Minuten hatte, war ja so die Frage, wie kurz sind dann die anderen? Und ich war da wirklich enttäuscht. Also ich bin ja mittlerweile ein großer Fan von Poetry Slam geworden, habe auch Podcasts abonniert und YouTube-Kanäle und gehe auch sehr regelmäßig hier bei uns in der Stadt zu dem Poetry Slam. Aber hier habe ich mir echt gedacht, selten so etwas, Langweiliges gehört, so etwas Unmotiviertes und wie wenn sie einfach gar keinen Bock mehr hatte. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schade. Es war auch kein Text dabei, der mich irgendwie bewegt hat, der mich irgendwie gefesselt hat, begeistert hat, mitgerissen hat, zum Lachen, Weinen oder was auch immer gebracht hat. Also ich weiß nicht, was hier mit Julia Engelmann los war, ob sie einfach gar keine Lust mehr hatte. Meins war es leider nicht. Und dann ein Buch, was wohl doch einige bei mir in den Highlights erwartet haben, die nicht das Video dazu gesehen hat, ist der neue Fitzek. Das Geschenk, aktuell in Leihgabe bei einer lieben Freundin, war auch nicht so richtig meins. Also es war ein absoluter Page-Turner. Man liest den so schwupps, schwupps weg. Das ist gar keine Frage. Aber war einfach, es hat noch echt, die ersten 150 Seiten fand ich noch super faszinierend mit dem Analphabeten, der irgendwie Mädel in einem Auto sieht, die irgendwie einen scheinbar panischen Eindruck im Auto macht, dann macht er sich irgendwie eine Tür aus seiner Vergangenheit auf und ja, es war irgendwie zu Beginn noch sehr spannend, es hat auch sehr blutig und brutal begonnen, wo ich echt dachte, geht er jetzt in diese Richtung? Das ist halt nicht meine Richtung, aber ich glaube durchaus, dass es die Richtung von Fitzek ist, die er immer mal gerne gehen möchte, sich aber gefühlt wohl nicht traut, so hat es zumindest auch Monika ein bisschen beschrieben.
Und dann hat es so viele absurde Wendungen bekommen, so viel Humbug, wie man so schön sagt, so viel, dass ich dachte, nee. Liebster Sebastian, ich bin ein großer Fan von dir und du bist ein super sympathischer Typ und aber das war nix. Und die Auflösung war dann so hanebüchen. Nein. Also, nein. Ja, bei Fitzek ist es auch einfach immer so, manchmal gefallen mir die Bücher, manchmal nicht. Wenn ich an das Institut, nein, nicht das war Stephen King, an Der Insasse denke, den fand ich ja wirklich mega, während ich ja das davor auch schon nicht so gefeiert habe. Also es ist ja sehr unterschiedlich, aber das war auch echt eine Enttäuschung. Einfach, weil man von Fitzek, also ich zumindest, immer erstmal positiv denke und etwas erwarte und dann halt einfach enttäuscht bin, wenn ich nicht das bekomme, was ich gerne hätte. Ja, das Institut ist tatsächlich weder ein Highlight noch ein Flop. Es war einfach ein solider Stephen King. Also ja, deswegen taucht er weder in den Highlights auf, noch in den Flops. Und ja, das waren sie so ein bisschen, die Flops, die Enttäuschungen des Jahres. Und ja, es gab auch so ein paar buchige Begebenheiten, über die ich kurz ein bisschen sprechen möchte. Zum einen war natürlich die Leipziger Buchmesse im März. Diesmal bin ich zusammen ja mit einer Freundin hingefahren, die auch die Kamerafrau gespielt hat, was ich super toll fand, weil ich so beim Schneiden des Vlogs ja, Dinge gesehen habe, die ich eben nicht gefilmt habe. Ich freue mich jetzt auch schon auf die nächste Buchmesse. Die wird ja Mitte März sein. Hotel ist auch schon reserviert. Ich werde von Donnerstag bis Samstag auf der Messe sein. Freue mich sehr. Glaube, dass ich so gegen Samstagmittag verschwinden werde. Noch einen Abstecher machen werde bei IKEA und dann heimfahren werde. Und ja, aber ich möchte Donnerstag und Freitag ja wirklich so ziemlich den ganzen Tag auf der Messe sein. Ja, vielleicht am Freitagvormittag nochmal irgendwas anderes machen, mal sehen, was einem so einfällt. Aber das wäre so der Plan und für die zwei Nächte ist auch das Hotel schon gesichert und da freue ich mich wieder drauf. Und weil ich einfach auch die Leipziger Messe einfach toll finde. Ich liebe die Atmosphäre, ich liebe die Größe und gerade auch unter der Woche so ein bisschen noch die Besucher, die noch nicht zu viel sind, während der Samstag dann schon echt heftig ist. Also ich habe das auch dieses Jahr gemerkt oder letztes Jahr auf 2019, dass der Samstag schon heftig ist und wir sind dann ja nach dem Booktuber-Treffen auch in die Stadt gegangen, haben uns mal Leipzig ein bisschen was angesehen und das tat mir dann auch schon sehr, sehr gut. Also ja, freue ich mich schon sehr drauf. Dann habe ich einen Kingsianer in Hamburg besucht, den lieben Phil, der mir sein Hamburg gezeigt hat und wir wirklich ganz, ganz tolle Tage hatten. Eine wunderbare Zeit. Wir hatten Bombenwetter an dem zweiten Tag, an dem ich da war. Wir haben uns da am Strand tatsächlich auch einen Sonnenbrand geholt. Wir waren knallrot am Abend, haben es überhaupt nicht gemerkt, aber neben jedem anderen sahen wir einfach nur rot aus. Es ist nicht lustig, ein Sonnenbrand, ich weiß, aber uns hat der Tag auf jeden Fall gut gefallen und haben auch eine Folge Game of Thrones am Montag gemeinsam geschaut und es war eine Wahnsinnsfolge und wir waren sehr emotional und wir haben danach tatsächlich erstmal Jägermeister gebraucht. Also nicht, dass man immer Alkohol braucht nach Game of Thrones Folgen, aber nach dieser definitiv schon. Hamburg, wirklich sehenswert, eine wunderschöne Stadt und man merkt einfach den Menschen an, dass sie, glaube ich, einfach am Wasser wohnen. Ich glaube, das macht mit Menschen irgendwas und ja. Dann war im Juli wieder Münster angesagt. Da war ich beim nächsten Kingsianer, beim lieben Thorsten, der da ein ganz tolles Booktuber-Treffen auch organisiert hat am Samstag. Und ich bin Freitag schon angereist und auch am Sonntag erst heimgefahren. War wieder richtig, richtig schön. Ist wohl tatsächlich mit die schönste Stadt in Deutschland. Ich finde Münster wirklich vom ganzen Flair, Feeling, der Atmosphäre, ich finde Münster wunderbar. Ich mag auch das Örtchen, in dem Thorsten wohnt, wo wir dann ja auch untergebracht sind und mir hat es wieder super Spaß gemacht. Gerade das Booktuber-Treffen, ich habe so viele tolle Leute kennengelernt, die ich eben sonst auch nur vor der Kamera kenne und es war so schön, diese Begegnungen einfach so zu haben, den Tag miteinander zu genießen und ja, es am Ende dann am Samstagabend auch mit ganz besonders lieben Menschen dann ausklingen zu lassen und das ja, war richtig, richtig schön und ja, hat mir unfassbar gut gefallen und ich habe da auch gar nicht selbst gevloggt. Nein, habe ich nicht. Aber ich habe immer mal die Kamera von Thorsten geklaut. Also
Wenn ihr da einen Vlog sehen wollt, guckt mal bei Thorsten. Da sind auch manche Aufnahmen von mir. Dann hatte ich ja im August meine YouTube-Pause, was damit auch zusammenhing, dass ich 3 Wochen Urlaub hatte, davon auch eine Woche direkt weg war, denn ich war wieder in meinem heißgeliebten Ägypten. Ich glaube jetzt tatsächlich zum 8. Mal und ich fand es wunderbar. Es ist einfach mein Land. Ich weiß nicht, ob es mein Land wäre zum dorthin ziehen. Weiß ich tatsächlich nicht. Aber es hat Sonne, es hat Hitze, es hat Strand, es hat ein bombastisches Meer und es hat für mich eben auch einfach diesen Erholungsfaktor, dass ich 2 Tage da bin, meine Seele sozusagen nachkommt. Man sagt ja immer, die Seele reist langsamer als der Körper und dass ich dann in den Entspannungsmodus komme, wo ich einfach da sitze und aufs Meer schaue und das genieße. Und ich durfte den Urlaub mit einer ganz lieben Freundin verbringen. Und ich grüße dich, liebe Sandra. Und es war wirklich ein ganz, ganz toller Urlaub. Und mir hat er sehr viel Kraft gegeben, sehr viel Energie, mich wieder sehr runtergebracht, geerdet. Und es ist einfach mein Land. Also allein die Wärme und dieses, man macht den Vorhang morgens auf und muss sich keine Gedanken machen, scheint die Sonne oder nicht. Und es ist immer warm, es ist genau meine Temperatur. Ich weiß, viele stöhnen bei über 30 Grad, aber es ist genau, also das ist meine Temperatur. Da laufe ich wirklich in normalen Zügen und das war wirklich ein ganz, ganz toller Urlaub. Zudem hat mir auch die YouTube-Pause sehr gut getan, um einfach mal nicht übers Video drehen nachzudenken, oh, ich muss noch Kommentare beantworten oder irgendwas, sondern dass ich einfach mal keine Gedanken mehr machen musste. Und mir hat aber doch einiges gefehlt. Also ich habe schon gemerkt, dass mir dieses über Bücher reden gefehlt hat, dieses Austauschen unter den Kommentaren oder auf Instagram. Und deswegen hat sich ein bisschen was schon geändert. Ich habe ja zum Beispiel auch das Serienfilmthema ein bisschen mehr hier mit dazu gebracht, weil es für mich einfach zu mir gehört und auch in meinen Monat einfach sowohl Bücher wie Serien gibt. Mal sehen, was vielleicht jetzt im neuen Jahr noch so ein bisschen an Themen dazukommt. Und tat mir auf jeden Fall sehr gut. Anfang November, Frankfurter Buchmesse war ich nicht. Anfang November waren dann die Bayerischen Bücherfreunde in Würzburg. Das hat mich super gefreut, dass wir den Rhythmus dieser 4 Städte, die es sonst gibt, oder 3 Städte, Nürnberg, Regensburg, München, 3 Städte mal durchbrochen haben und gesagt haben, wir schauen uns mal eine andere bayerische Stadt an. Und in Würzburg war ich vor, 10 Jahren einmal und fand die Stadt auch richtig, richtig schön. Sowohl natürlich das Treffen dort wieder mit den bayerischen Booktubern und Zuschauern und Bloggern, als dann eben auch so die Menschen, die man ein bisschen mehr ins Herz schon geschlossen hat, einfach weil man ein bisschen mehr Kontakt mit ihnen hat, dass man da einfach auch so einen Tag miteinander verbringen konnte. Das war einfach super schön. Zum anderen war auch Mel und Christine mit dabei, die ja auch ein Teil des Hörgenusses sind, den es in diesem Jahr dann ja auch ab Oktober gegeben hat. Und das war einfach richtig toll, dass wir da so einen tollen Tag hatten. Hatten auch mit dem Wetter noch richtig, richtig Glück und hat mir wirklich super gut gefallen. Dann kam Berlin und die Buch Berlin. Also ich fahre ja eigentlich nach Berlin, sage ich mal, als private Person, ohne da groß etwas Buchiges zu machen. Ich fahre ja da wirklich zu lieben Freunden. Aber wir haben dieses Mal die Buch Berlin noch mitgenommen und das war auch richtig, richtig schön. Ich habe da auch ein bisschen was gevloggt und fand ich tatsächlich richtig toll. Ich hatte doch ein bisschen weniger Erwartungen, einfach weil sehr viele sagen, die ist natürlich sehr klein und eher so High-Fantasy-lastig und Self-Publisher, was mich aber alles gefühlt gar nicht stört, sondern eher begeistert, weil es die Vielfalt einfach erhöht. Und mir hat das richtig gut gefallen. Wir haben da tolle Zeit verbracht, habe auch so ein Spielebuch mitgenommen, habe mir Inspirationen geholt und ich fand das richtig schön, was da auch Self-Publisher auf die Beine stellen und auch die Möglichkeit haben, weil ich denke auch einfach mal, es ist jetzt nicht so kostspielig, wie das auf der Leipziger Buchmesse oder gar auf der Frankfurter zu machen. Und das hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Und Berlin, immer eine Reise wert, fahre ich immer wieder gerne hin und genieße da die Zeit, weil ich finde, Berlin ist jetzt nicht unbedingt die schönste Stadt, aber doch eine Stadt, wenn ich die 2-3 Tage habe, dass ich sie sehr liebe, aber auch weiß, es wäre nicht meine Stadt zum Hinziehen, weil es mir einfach tatsächlich zu viele Menschen wären und es auch einfach alles viel zu groß wäre. Aber die Menschen, die ich dort habe, die habe ich eben besonders in mein Herz geschlossen und deswegen ist dann Berlin natürlich auch eine
ja, Lieblingsstadt, weil Lieblingsmenschen dort wohnen. Und dann der Abschluss des Jahres gefühlt, so was das Reisen angeht, entschuldigt, war dann Prag. War ich zum ersten Mal, beziehungsweise war ich wohl schon als Kind mal dort, kann mich da aber gar nicht mehr dran erinnern. Hab die Reise mit einer Freundin gemacht und wir sind mit dem Bus, mit so einem ja, klassischen Rentnerbusunternehmen, sind wir nach Prag gefahren. Wir hatten einen tollen Tag in Prag. Womit die schönste europäische Stadt, die ich kenne, die hat mich wirklich umgehauen. Also es ist wirklich eine Großstadt, es hat Flair, es hat Stil und es hat mir echt gut gefallen. Und wir hatten auch hier tatsächlich Glück mit dem Wetter. Es war zwar richtig kalt, aber wir hatten sonnige Momente und es war richtig, richtig toll. Und meine Freundin und ich haben schon gesagt, wir wollen auf jeden Fall im Sommer nochmal nach Prag, vielleicht dann tatsächlich auch mit einer Übernachtung, um dann auch mal so eine Abendfahrt über die Moldau zu machen und ja, vielleicht auch einfach mal so mit diesen Oldtimers durch die Stadt zu fahren. Wer weiß, wie lange man das am Ende noch machen kann. Ja, fand ich richtig toll, hat mir super gut gefallen. Und ja, theoretisch war da noch eine Reise nach Regensburg zur dritten Kingsianerin geplant, aber das musste ich dann leider rumschieben, habe ich mir aber jetzt natürlich fürs neue Jahr dann vorgenommen, sodass die Kingsianer, ich wollte die eigentlich alle dieses Jahr einmal sehen. Thorsten habe ich ja auch tatsächlich zweimal getroffen, weil der ja auch in Leipzig war. Aber ja, Party tatsächlich in diesem Jahr nicht. Aber dadurch, dass es ja jetzt endlich wieder möglich ist, Hangouts zu machen, etwas, was mir im letzten halben Jahr sehr, sehr, sehr gefehlt hat und auch unsere Kingsianer-Ideen total über Bord geworfen hat, ja, wird es jetzt auf jeden Fall, denke ich, im neuen Jahr, vielleicht tatsächlich im Januar, Februar, auf jeden Fall dann auch mal wieder ein Kingsianer Hangout geben. Ja, was sich so durchs Jahr auch ein bisschen noch gezogen hat, war der Poetry Slam. Ich habe es vorhin schon erzählt. Bei uns hier in der Stadt gibt es so circa einmal im Monat, alle 5 bis 6 Wochen, gibt es einen Poetry Slam, den ich wirklich sehr gerne besuche. Richtig cool war tatsächlich auch der letzte in diesem Jahr. Es war ein Weihnachtsspecial mit Jazz. Ich muss sagen, ich habe mir ein bisschen schwer getan mit Text hören und Musik wahrnehmen. Ich war gefühlt ein bisschen überfordert, was vielleicht auch daran liegt, dass jetzt Jazz nicht unbedingt die Musik ist, die ich privat höre. Aber es war mal was ganz anderes und ich mag diese Menschen, die sie auf eine Bühne stellen und eigentlich so irgendwie gefühlt emotional ihre Hosen runterlassen und uns einen Einblick so in ihre Gedankenwelt geben. Und ich finde das echt beeindruckend. Dabei ist es ganz egal, ob es ein ernstes Thema ist, ob es was Politisches ist, Emotionales oder was Lustiges. Ich finde, dass das echt großes Kino ist. Und ja, solltet ihr Poetry Slam in eurer Stadt haben, nehmt euch einfach mal einen Abend Zeit, geht da mal hin, hört da mal rein. Ich glaube, dass das wirklich für viele Menschen mehr etwas sein könnte. Und ja, jetzt kommt hier die Kamera, geiles Sunny. Hallo Mausi, du kommst aber spät. jetzt, wo wir fast fertig sind. Ja, und ja, mir das auf jeden Fall großen Spaß macht und ich mich jetzt, glaube ich, im Februar ist der nächste, auch darauf dann schon wieder freue. Ja, auch zu unserer Sunny kann man hier sagen, die hat ja ein Instagram-Profil bekommen, einfach weil sie zuckersüß ist und auch mit Büchern wunderbar funktioniert. Ich glaube, es gibt keinen besseren Nebengegenstand zu einem Buch als eine Katze. So, der Shitstorm ist jetzt da, weil Katze ist ja kein Gegenstand. Nein, aber es gibt, glaube ich, keine schönere Deko, ja, neben Büchern. Und Sunny ist auch jemand, die durchaus gerne mal ja, abhält, wenn man 3, 4 Fotoversuche machen muss. Klappt ja nicht mit jeder Katze. Ja, das ist es so weit zum Jahr. Buche ich, würde ich sagen, ein sehr gelungenes Jahr. Ein rückblickend wirklich ja, schönes Bücherjahr. Auch was die Begegnungen angeht, die Reisen, die Veranstaltungen und ja, auch den Urlaub natürlich. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Also es gab zwar auch ein paar Dinge in 19, die ich nicht so gut fand. Auch wenn man den ein oder anderen Menschen ja, gehen lassen musste. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Promis, obwohl auch das immer mal schmerzt, aber man dann doch im näheren Bekanntenkreis ja, einfach Menschen verliert, ist das natürlich immer was, was einen überschattet, auch dass es meiner großen Tigerin nicht so richtig gut geht und da auch noch Entscheidungen irgendwie bevorstehen, für alle die auch immer mal fragen. Ja, ist das nicht immer ganz so einfach und es ist halt bei Katzen durchaus auch schwierig, da dann irgendwie, ich sag jetzt mal, Gott zu spielen und die Entscheidung zu treffen. Ja, das ist immer nicht so einfach. Ja, aber ich würde grundsätzlich schon sagen, dass das ein sehr schönes Jahr war mit wirklich schönen Momenten, mit schönen Zeiten, mit viel Sonne,
die ich durchaus auch in mir trage und versuche mich da nicht irgendwie unterkriegen zu lassen, als auch durchaus etwas schwierige Zeiten gab. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich das Jahr tatsächlich mit mehr Positivem als Negativem hinter mir gelassen habe und für 2020 einfach sage, es dürften 2-3 Dinge noch schöner anders werden. Es dürften noch 2-3 Dinge dann einfach wegbleiben aus 19. Aber grundsätzlich fand ich das wirklich ein gutes Jahr. Und auch buchtechnisch, um jetzt den Kreis nach so viel Videozeit zu schließen, fand ich das ein schönes Jahr. Ich finde es toll, dass ich tatsächlich über 50 Highlight-Bücher gelesen habe, dass ich die Gedanken, die ich mir mache zum Thema Nachhaltigkeit, Bücher kaufen oder lieber E-Books oder Hörbücher, dass das irgendwie so langsam auch ins Tun kommt. Es ist ja oft so, dass man etwas denkt, aber bis es ins Tun geht, dauert es einfach. Es sind ja auch alles keine perfekten Maschinen, wir sind alle nur Menschen. Und ich es schön finde, dass so viele, also im Schnitt ja doch mehr digitale Bücher eingezogen sind als echte. Ich weiß, viele sagen, das geht ja gar nicht, für mich durchaus schon. Und auch wie viel weggelesen wurde und 84 Bücher auf dem Sub. Ich glaube, das ist was, worauf man 2020 setzen kann. Und jetzt habe ich, keine Ahnung, wahrscheinlich fast eine Stunde gequasselt. jetzt reicht's. Zudem werde ich hier angestiert und zum Schmusen genötigt und ich glaube, es reicht jetzt tatsächlich. Jetzt brauche ich auch erstmal was zu trinken, eine kleine Stärkung. Und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und Freude mit meinen Gedanken zu 2019, mit meiner Statistik, meinen Erlebnissen, meinen Momenten, meinen Gedanken einfach zu diesem Jahr. Mich würde natürlich interessieren, was waren so eure Highlights, was waren eure Flops, welche Bücher habt ihr abgebrochen, habt ihr Autoren vielleicht auch komplett neu für euch entdeckt? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, würde ich mich sehr freuen. Wer mehr zu meinen Highlights wissen will, die Playlist findet ihr unten in der Infobox. Schaut da einfach mal rein. Das sind alle 23 Bücher plus minus 2 jetzt zu finden und auch wirklich, dass ihr gleich erkennt, welche Bücher dann auch die Highlights waren. Schaut da einfach mal rein. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich wünsche uns nun allen ein wunderbares 2020. Mögen die goldenen 20er für uns alle jetzt beginnen. Wobei, fängt das Jahrzehnt wirklich 20 an oder erst 21? Ist das nicht so eine ewige Streitfrage? Also für mich beginnt jetzt das neue Jahrzehnt. Und jetzt drehe ich mich um Kopf und Kragen. Nein, das machen wir nicht. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch ein tolles Jahr und natürlich ganz im Kleinen einen schönen Tag, einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.